Hinter dem Zieghüs Kinderkulturtreff stehen seit 3 Jahren die Allgemeine Musikschule Oberwallis und der Verein Zeughaus Kulturbrieg. Vom November bis März findet jeweils am Donnerstagnachmittag der Kinderkulturtreff statt. Das gebotene Programm ist spartenübergreifend und beinhaltet alles von Tanz über Theater und Gestaltung bis zu reinen Musikdarbietungen. Egal ob im Zentrum oder im Hintergrund, Musik webt an diesen Nachmittagen immer den roten Faden ins Angebot. Angesprochen sind Kinder ab 3 Jahren und ihre erwachsenen Begleitpersonen. In Zahlen ausgedrückt, rund 1200 Menschen besuchten die bisherigen 17 Veranstaltungen. Also ich bin noch nie in so einem Anlass gewesen, hat mir sehr gut gefallen. Wir werden sicher wieder kommen. Die 3 Leitlinien der Veranstaltungsreihe sind Kreativität, ästhetische Bildung und kulturelle Teilhabe. Zudem soll ein lebendiger Austausch zwischen professionellen und Amateurkulturschaffenden stattfinden. Ja, das soll natürlich nicht nur für die Kinder sein, sondern eigentlich auch ein bisschen der Funke überspringen, fair auf die Eltern. Dass eigentlich die das auch ein bisschen animiert, für mehr mit ihren Kindern zusammen etwas zu machen und auch mit der Kultur und eigentlich auch mit dem regionalen Kunstschaffen auseinanderzusetzen. Geplant ist der verstärkte Einbezug weiterer Kulturschaffenden aus allen Kunstsparten und Fachpersonen aus Erziehungskreisen aller Altersstufen. Sie lernen vielleicht daheim auch wieder Geschichten zu hören, zu erzählen zu bekommen, das auch einzufordern, weil das halt einfach verloren geht, weil es halt gäbig ist, wenn der Fernseher läuft. Der Kinderkulturtreff versteht sich auch als Kernidee, aus der weitere Talentschmieden, Werkstätten und spartenübergreifende Projekte entstehen können.